Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder ein Herrscher des Olymp, Zeus. So, und ich spiele weiter mit der Zeus in Europa Mission mit Themen. Und Akt 1 ist jetzt abgeschlossen wieder und jetzt geht's weiter mit Akt 2. So, Die Zeit ist reif. Ares, vielköpfige Schlange, wird Theben nicht in Ruhe lassen. Wenn die Stadt wächst, wird das Ungeheuer noch mehr Ärger verursachen. Und sie könnten den Marmor, den sie zu bewachen scheint, gut gebrauchen. Die Schlange muss zum Wohl der Stadt sterben. Allerdings kann kein gewöhnlicher Sterblicher diese schwere Aufgabe erledigen. Sie werden die Hilfe eines Helden brauchen. So, ich habe nochmal neu angefangen gehabt. Weil das war ja nichts. Ja. Das, was ich da gebaut habe, das war ja nichts. Ich habe mir das angeguckt, ich habe den Safe Game geladen, habe mir das angeguckt, das sieht ja aus wie hier im wilden Ostpreußen in der russischen Verwaltung. Das geht ja gar nicht. Ja. Nee, so gibt's nicht. Also habe ich schon mal neu angefangen, habe mir unten diese Ecke hier gesucht, habe den Brückenschlag durchgeführt und habe eben hier so Handelsecke aufgebaut. Hier so auch die Marmordinger, die arbeiten natürlich zurzeit nicht, weil. Ja. Genau, weil das Schnuggelchen hier unten drin rumhüpft. So, und dann habe ich angefangen, hier Weizen und Wollgedönsigkeit aufzubauen, um halt ein bisschen Monetas zu machen. Und habe eben jetzt mir das überlegt, wie ich das vielleicht ein bisschen schlauer machen kann. Habe mich jetzt inspirieren lassen von meinem Erste Kaiser-Spiel. Da baue ich ja immer so Wohnviertel auf für die Arbeiter. Und das habe ich jetzt diesmal auch so gemacht, indem ich jetzt hier so drei Viertel gebaut habe und jetzt nach und nach verbessere immer so, wie ich halt Arbeiter brauche. Jetzt brauche ich tatsächlich wieder Arbeiter. Die fange ich gerade an aufzuwerten. Da kommt noch ein bisschen mehr Steuereinnahmen rein, je besser die werden natürlich. Und ich kann natürlich mehr produzieren und dann natürlich den Überschuss an Wolle und Weizen verkaufen. Und damit hoffe ich, eine Grundlage gelegt zu haben, die jetzt vielleicht ein bisschen stabiler ist als diesen Pfusch, den ich da das letzte Mal da fabriziert hatte. Ja. Na gut, schlimmer kann es nicht sein. Ja. Das war ja grausam. Ich habe mir das kurz angeguckt, das geht nicht. So was ganz schnell spiele, das ist unakzeptabel. Wobei ich auch diesmal, Moment, da fällt mir was ein. Ach, das ist damit erledigt gewesen. Der wollte nämlich noch was von mir haben. Ja, macht ihr da erstmal jetzt die Wolle da hoch, damit ein bisschen Vorrat da oben gelagert ist. Die wollten wieder Wolle haben. Also ich brauchte von Pelion und Kalidon, die hat jeder von denen hat mir einmal Geld zugeschossen. Sonst hätte ich das wieder auch nicht geschafft. Das ist sehr knackig, dass man da nicht finanziell direkt im Bach runtergeht. Also für mich. Ja. Das liegt aber daran, dass ich so ein alter Protzbauer bin. Ja. Ich will immer sofort so den fünften Schritt noch vor dem ersten machen und will da sofort so irgendwas Großartiges bauen, was eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht notwendig ist. Und dann, ja, ich weiß. Ja, ja. So, man kann schon kein Gymnasiast und so losschicken. Ich habe nämlich nur Philosophen. Haben Sie hier stabilere In der Stadt lebt es sich wie in Utopia. Ich kann mir keinen weiseren Herrscher vorstellen. Oh, Dankeschön, Diogenes. So. Genau, die haben deshalb noch kein Podium und auch noch kein Woll. Da hocken sie noch so drin. Und die wurden jetzt gerade aufgewertet, um halt Siedlerzustrom zu gewährleisten. Ja. So, jetzt will ich aber kurz mal gucken, wo ist er denn jetzt hingekommen? Irgendwo muss der Knabe ja sein. Oliven produziere ich noch gar nicht, Käse auch nicht, weil brauche ich alles im Moment gar nicht. Wachposten habe ich jetzt auch gar keinen gebaut gehabt. Da ist eine Heldenhalle. Ajo, aller Fort, bauen wir mal Heldenhalle für Herkules. Wo bauen wir dich hin, Meister? Ach, das machen wir nicht so. Hm? Wir bauen Verhaki. Ja, Verhaki ist was drin. Da bauen wir nochmal neu. Zack. Haben es ja, denke ich. Mal gucken.
Södle. Das kann ich nicht richtig lesen. Ein hervorragender Zugang zu irgendwas. Irgendwelche panhellenischen Spiele brauchst du wahrscheinlich Gymnasiasten. Hervorragender Zugang zu Gymnasien. 1500 Leute und ich muss Wein haben. Ja, gut, Wein werde ich importieren müssen. Das wird schwierig. Ah. Nein, auch nicht. Eine X-Achse. X-Akte. Was ist denn das jetzt? Aloysius. Die produzieren Wein. Ah. Müssen denen irgendwas schenken. Wir schenken denen. Ich würde sagen, wir schenken den Weizen. Sind wir mal nicht so, komm. Sind wir mal nicht so geizig, ja? Apropos, ich müsste jetzt gleich genug Arbeiter haben, um meine Weizenproduktion bzw. Wollproduktion. Wobei. Die 1500 könnte ich sogar kommen, indem ich einfach das dritte Viertel öffne. Wir basteln mal Gymnasium. Was war das Stadion nochmal? Oh. Ah ja, das war das große Ding. Wuselt da jetzt einer bei denen raus, oder? Wir bauen mal ein Stadion. Wie kann ich das eigentlich noch mal drehen? Knöppel drücke. Warte mal, ich drücke mal Pause. Warum kann ich keine Pause drücke jetzt? Ich weiß, da gab es irgendeinen Trick. Nur, wie war der nochmal? Das war's nicht. Das war's auch nicht. Weil letztlich ist ja wurscht eigentlich, gell? Ich denke, wir produzieren jetzt auch genug Wolle da oben. Das Lager ist ganz gut gefüllt. Ich kann mal wieder Wolle verkaufen. Wir brauchen Geld. So, da wuseln sie rum, die Kraftmeier. Die Stadt gleicht Ajax. Überragt alle anderen um einen guten Kopf. Ja, Öl braucht ihr jetzt mal nicht. Immer geschmeidig bleibe. Erstmal ist jetzt wichtig... Oh, dankeschön. Hab ich einfach genug Platz? Ah ja, gut. Da
fällt mir aber ein, für so Geschichten, zukünftige, lieber noch Lagerhausbau. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt mal Wein gelagert, das ist schon mal sehr nett. Genau, haben die das jetzt schon? Nee, die haben doch irgendwas gesagt, wenn es so weit. Es kann jetzt schwer sein, ein bisschen Weizen darüber zu schleifen. Gut, ich gebe es zu, Griechenland ist hubbelig. Ja? Gebirgig würde ich das jetzt nur äußerst wohlwollend nennen. Ja, es kommt darauf an, wo man ist in Griechenland. Ja? Aber die meiste Zeit würde ich das als Südwestdeutsche als hubbelig bezeichnen. Oh, guck mal, jetzt sind sie ja doch gewachsen. Warum haben sie denn jetzt Öl? Ach, haben sie Achso, die sind gewachsen wegen dem. Gymnasium. So. Sind sie jetzt dankbar? Sind immer noch gleichgültig. Oh, Leute. Kann man nicht immer irgendwie handeln? Ach, die müssen auf uns zukommen. Auf jeden Fall wirft das Viertel auch direkt mal ein bisschen besser Steuern ab. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt ein gutes Viertel ist. Ich habe mir gedacht so, ich will es ja nicht übertreiben, es darf ja zu groß sein, weil die Knallheinze, die müssen ja immer hier im Kreis wuseln, nicht unterwegs keine Lust mehr habe. Die sollen ja aber trotzdem genug Häuser haben, damit das nicht ich mehr Leute verbrauche für die Supportgebäude, als ich dann im Endeffekt Einwohner in den Häusern hocke habe. Das heißt, es muss nicht nur in der Mitte, sondern im Idealfall auch noch mindestens die Hälfte hier drumherum noch Wohnhäuser stehen können. Ja. Im Moment ist es jetzt so nicht notwendig, weil ich nicht genau abschätzen kann, was ich hier brauche. Und im Prinzip langt das ja mit denen so. Wobei die früher oder später wahrscheinlich schlechte Laune entwickeln werden, oder? Nö? Die finden es gut? Alle da. Die ist gut, finde ich, beschwere mich auch nicht. So. Wir können jetzt aber trotzdem. Warte mal, irgendwas mit Oliven? Nee, wobei ja, schade wird es auch nicht, wenn wir mal anfangen. Wobei andererseits können wir noch eine machen. Müssen die denn immer den riesen Umweg drumherum machen? So nett bin ich, ich weiß. So, die Olivenbäumchen, das läuft anders ab, genau. Ah, denen waren Wölfe, gell? Müssen wir ein bisschen aufpassen. Was los, Kade? Ei. Übertreibe will ich es eigentlich jetzt am Anfang auch nicht. Machen wir mal so ein Olivenhain mal hier hin. Dumm, 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 dumm. Dann haben wir Landarbeitersiedlung. Und einer damit nichts zusammen. Bröselt. Ein Friedenheitsdenkmal. Ist ja Knalle. Schön. Brauche ich im Moment eigentlich nicht wirklich, gell? Ach, so ein bisschen rumprotze. Ach, knallen wir es einfach mal dahin. So als quasi. Ne? Dass die Arbeiter hier, wenn sie da durchlaufen, sagen, oh, was für eine großartige Stadt wir doch haben. Na, eigentlich ist das Verschwendung, weil das ist ja eigentlich gut für die Attraktivität, aber ja, fort.
Jetzt müssen wir mal gucken. Einwohner schon mal ganz gut. Aber ich glaube, das ist... warte mal. Kultur... Ja, Kultur brauchen wir wahrscheinlich noch ein zweites Philosophieschule. Ich glaube, eine wird da nicht lange. Ach so, eine wird schon lang. Ich habe nicht genug Podien. Also hier der oben müsste noch ein Podium hin. Ach, sollen sie eins kriegen? Ja. Bringt ihnen zwar nichts, langsam kein Woll habe. Egal jetzt. Ja. Die Leute glücklich. Vielleicht wächst ja dann doch nochmal schon die 1500 voll. Schauspiel ist schlecht. Pythische Spiele, nemeische Spiele, olympische Spiele. Die panhellenischen. Achso, Schau. Achso, das panhellenische ist, glaube ich, aber auch Theater dabei, gell? Weiß ich gar nicht genau. Warte mal, reißen wir das aber ab. Das brauchen wir, glaube ich, gar nicht wirklich. Ja. Komm, bauen wir noch ein Theater. Wir sind ja mal nicht so. Schlimm, nur doch jetzt da was. Um Athen zu wählen, ich würde doch niemals. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ah, ein Königreich für einen Grill, auf dem ich meine Feinde rösten kann. So, also von der Steuereinnahme her. Sieht das eigentlich gut aus? Hm? Haben wir ja 100%. Klar, die können ja aus dem Viertel nicht raus. Wir exportieren eine Menge Weizen. Auch ganz ordentlich Wolle, wobei das könnte sogar noch ein bisschen besser sein. Oder? Hm. Naja, wir kriegen ja noch Arbeiter. Kommen ja noch Leute. Dann bauen wir das noch ein bisschen aus. Jetzt weiß ich erst halt gar nicht genau, was mit dem Öl. Achso, ah, da fällt mir was ein. Ich mache nur wenig, weil ich nicht genau weiß, für was ich das überhaupt noch brauche. Aber langfristig kann man sowas ja schon mal so ein bisschen aufbauen. Das schadet ja nicht. Weil Arbeiter haben wir wahrscheinlich gleich noch genug, denke ich. Ja, da wuselt schon wieder. Wuseln sie schon wieder. Ja. Das hat sich gerade auch schön eingefügt hier, die Olivenhaine. Öl kann ich nicht verkaufen, gell? Das müssen wir jetzt mal. Hui, schick.
Machen wir mal hübsch. Wenn wir hübsch können, machen wir auch mal hübsch. Jetzt weiß ich gerade genau, verändern sich hier die Gebäude durch höheres? Eigentlich schon, das ist ja so ein ewiges Feature in diesen Spielen gewesen, dass die eigentlich so ein bisschen aufgewertet werden, wenn es drumherum ein bisschen hübscher wird. Ja, andererseits. Wir können ja ein bisschen mal Wohlstand auch an das Volk zurückgeben. Alles für das Volk, nicht durch das Volk. Ne, wie war das umgekehrt? Egal. So. Was wuselt denn da? Achso, das sind die Hirten. Tja, müsste man nur lesen können, gell? Wenn man genug Leute habe. Ja, wir haben bald genug Leute. Dann sind wir mal nett so. Dann kriegen die alle noch ein Gymnasium auf das Auge gedrückt. Ja, das ist in Ordnung. Das leisten wir uns jetzt einfach mal. So, Theater, Podium. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht, schlimm. Ich habe da was falsch gemacht. Das Theater musste in der Landschaft stehen. Ah, ein Königreich für einen Grill, auf dem ich meine Feinde rösten kann. Das entwickelt sich mir zu Pfusch. Oh, super. Ja, es wandern ja immer noch zu, es werden ja wahrscheinlich noch mehr werden. Wollen wir dann noch nicht so sein, gell? Wobei eigentlich bin ich ja ein Narrekapp. Eigentlich wird es ja völlig reiche, ein Theater zu bauen, theoretisch, und die Schulen in die Viertel zu bauen. Wenn ich das richtig sehe, wuseln ja die Typen ja trotzdem im Viertel rum. Das probieren wir mal. Ja, das Geld habe ich, den Spaß gönne ich mir jetzt einfach mal, um das auszuprobieren. Ob das nämlich nicht genauso gut funktionieren wird. Bei den Philosophen ist es was anderes. Ja, die bauen wir euch dann nochmal hin, das ist egal. Aha.
ihr kriegt kein Olivenöl. Das ist alles in Ordnung so. Wir haben die Einwohnerzahl, die wir brauchen, eh schon erreicht. Das haben wir erreicht. Das haben wir offensichtlich auch erreicht. Das haben wir nicht. Kein Zugang. Die Halle des Herkules hat hervorragend Zugang. Tja. Zu was? Was ist denn da nett drin? Es war so klar, dass da nicht mehr drin steht. Zu. Zu Bier, nein. Zugang zu. Mittlerer Zugang. Er hat mittlerer Zugang hat er. Zu was hat er mittlerer Zugang? Zu Kultur. Hat er vorrangig Zugang zu Kultur? Würde ich sagen, behaupten. Was kann man dem dann noch da reinbauen? Also das ist, ja. Wahrscheinlich fehlt so ein Philosoph, der hier drin rumeiert. Mal abwarte. Wenn der hier noch statt hier raus auf die Straße hier drauf spawnt und hier drin rumwuselt, werden wir gleich sehen. Da habe ich das hier gerade zugemacht, damit er nicht mehr auf die Straße rausgespawnt wird von dem Gebäude, sondern hier auf dieser Straße spawnt, auf diesem Abschnitt hier drin rumeiert. Guck an, wir haben wieder Arbeitslose. Aber nicht viele. Wir haben genug Weizen, wir haben genug Öl mittlerweile, wir haben genug Wein. Och, Opa. In der Stadt lebt es sich wie in Utopia. Ich kann mir keinen weiseren Herrscher vorstellen. Aber wenn das wirklich Epikur gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, keinen lebenslustigen oder fröhlicheren Herrscher, oder? Militär. Militär 0. Guck, ob der was macht mit der Hydra. Ob er sie ein bisschen beschießt. Oh, okay. Das funktioniert so nicht. Okay, es wäre zu lustig gewesen.
gibt es doch nicht. Was macht denn der? Sternfeld vergessen, spawnt der trotzdem noch draußen. Nö. Komm, jetzt lassen wir mal das anders, da. Kultur, Philosophie, Podium. Da, komm. Kriegt auch einen, spendiert. Da muss einer reinkommen. Wir haben die Olympischen Spiele gewonnen. Super. Eins davon haben wir. Jetzt musst du nur das andere hier machen. Das kann nicht sein. Da muckelt er rum. So, im Prinzip muss jetzt alles, was hier rein raus wird, bei ihm vorbei. Deshalb bin ich ja bereit, die Nummer abzureißen und die in irgendein Wohnviertel zu knallen, in der Hoffnung, dass es da auch einen guten Zugang gibt. Hat er hervorragend Zugang zu... Also ich würde sagen, da steht Kultur. Ja, was soll es ja sonst sein? Hervorragend Zugang zum Weinlager hatte... Bleibt mir nicht viel übrig. Ich brauche gar noch ein zweites Theater. Ja, ist das egal. Ja, schicken wir sofort los. Vielleicht will er Gesellschaft. Ja, wir ballern mal ins Wohngebiet, bevor das hier noch allzu lang dauert. Hier, das muss doch hier dann klappen. Da kommt doch alles irgendwann mal vorbei. Das geht mir schon so ein bisschen auf das Senkel. So ein wählerischer Herkules.
baue jetzt einen Haufen Krempel. Den kann ich ja hinterher wieder abreißen im nächsten Akt, weil ich ihn gar nicht mehr brauche. Hauptsache, der gibt jetzt Moro. Wisst ihr was? Ich bin sogar zu was anderem noch bereit. Ich gebe denen sogar noch Öl. Bin mal gespannt, ob der Öl hätten es findet. Tatsächlich, er ist losgezogen für den Einkauf. Mehr Olivenöl? Sofort! Atlas freut sich sicher, den Himmel über dieser Stadt auf seinen Schultern zu tragen. Sie ist einfach herrlich. Ich glaube, da steht jetzt guter Zugang dran. Ach Gott, was soll ich denn noch machen? Ich bin jetzt schmerzfrei. Mir ist das jetzt auch gerade egal. Wir ballern das Ding so zu, dass du nichts mehr passt. Dem müssen sie rund um die Uhr, müssen die Künstler und die Sportler bei dem an die Tür hämmern und brüllen, Herkules, guck mal, ich kann, keine Ahnung was, einen Handstand und dabei irgendwas zitiere, rezitiere. Ist mir gerade egal. Der muss so ein kulturelle Overkill bekommen, dass der sagt, bevor ich den Dummschwätzer noch 5 Minuten zuhöre, gib mir einen Knüppel, ich hau die Hydra platt. Das ist besser. Und dann mach ich mich hier vom Acker. Dann kann ich die ganze Schwefel hier wieder abreißen. So, pass mal auf. Ach, guck mal, jetzt sind sie ölgrät. Jetzt gehen sie ab. Jetzt können wir mal was hier machen. Park. Sehr schick. Wenn sie strömen, die Leute. Strömen. Und was mit dem? Oh, Alter, was soll ich denn noch machen? So, mehr geht nicht. Jetzt kriegen wir noch den ganzen dreckigen Staub vom Stadion in die Vorgarde geweht. Wenn das nicht glücklich macht, weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir einen mittleren Zugang wieder. Ah, jo. Komm. Was soll der Geiz? Was hatte ich denn abgerissen gehabt? Um Athen zu willen, ich würde doch niemals. Ja, ich hab's. Ich hab's.
Wir werden einen Haufen Geld brauchen, allein den ganzen Mist wieder abzureißen im nächsten Akt. Da, ah, das war's. Sehr schön. Sobald der Hydra Blatt gekloppt hat, reißen wir die ganze Scheiße ab. Beziehungsweise, wir tragen es vollständig ab und verkaufen es nach Athen. So. Dann sind die Häuser ruckzuck wieder klein, das macht aber gar nichts. Ja. Brauchen wir dann auch gar nicht mehr so viele Leute, weil wir die ganze Geschwävel hier nicht mehr unterhalten müssen. Da machen wir erstmal wieder ordentlich Gerstsche, ja, und ich erstmal wieder Geld in die Tasche bekomme. So, wo ist er denn? Wo eiert er denn rum? Mystisches. Ja, greift die Hydra an. Ist unterwegs zur Stadt. Achso, der braucht. Achso. Jetzt wird er gleich auftauchen, dann inspiziert er das Ganze und sagt: Jawohl, das ist so, wie ich das will. Dann säuft er wahrscheinlich. Ich bin Herkules und freue mich auf eine Herausforderung. Was soll ich tun? Ich nehme an, er trinkt jetzt erstmal das Weinlager leer. Wo ist er denn? Da ist er. Die Stadt ist unübertroffen. Dankeschön. Ich habe ja auch, keine Ahnung, halb Stunden, weißt du, habe Überblick verloren. Mindestens eine halbe Stunde schon gebraucht, um die so schön zu machen für dich. Nur für dich. Ach, guck an, den Voy hat er direkt weggesüffelt. Kaum war er da. Naja, gut, andererseits, er soll die Hüter platt kloppen. Da darf er so viel trinken, wie er lustig ist. Ja, von mir ist er ganze Olivenöl saufe, wenn das glücklich macht. Da habe ich gar nichts dagegen. Ey, Junge, die Hydra ist aber da ohne. Die Stadt ist unübertroffen. Ach. Okay, er will erstmal scheinbar was essen, trinke, ins Stadion, Schauspieler zugucke, den Philosophen lauschen. Ich kann schon verstehen, warum die griechische Klassik von den Römern niedergemacht wurde. Ein römischer Held hätte völlig andere Prioritäten gesetzt, wenn er neu in die Stadt kommt. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, weil das kein USK 18 Video ist. Die Stadt ist... Auf dem Olymp ist es sicher nicht so schön wie hier. Das sagt der Steuereintreiber, finde ich groß. Der beste Schauspieler in ganz Griechenland lebt in der besten Stadt des Landes mit dem besten Herrscher. Das hat das Zeug zu einem homerischen Epos. In der Stadt lebt es sich... Auf dem Olymp ist es sicher nicht so schön wie hier. Was wollten Sie noch, Frau Perikles? Ach ja, hier, bitte. Die Stadt gleicht Ajax. Diese Stadt ist erfrischender als alle anderen Städte. Haben Sie je stabilere Gebäude gesehen? Archimedes wäre stolz. Ach, guck an, das hat er jetzt angeguckt, ist in Ordnung, finde alles extrem schnieke, ja, jetzt zockelt er los. Jetzt geht's der alten Hydra auf die Mötze und dann können wir endlich Marmor fördern. Das, die Arbeitskräfte gewinnen wir, indem wir den ganzen Schnickschnack den abreißen. Aber wenn Herkules eh schon da ist, könnte man doch eigentlich mit ein paar Truppe losschicken, die Städte, die mit uns handeln wollen, davon zu überzeugen, dass Handel sich lohnen wird. Sonst schicken wir Herkules wieder hin. Jetzt nicht wegen Gewalttätigkeit oder so, sondern einfach bloß, damit er quasi das Anspruch stellt, dass er für ihn eine gleiche Scheiße bauen solle wie wir. Und die Aussicht, dass er sowas, dass sie sowas bauen müsse für ihn, das entsetzt sie so sehr, dass sie lieber mit uns handeln.
Viel Steuer nehme ich eigentlich mittlerweile ein. Jo, jetzt wird's spannend. Hast du fein gemacht. Kannst du die jetzt mitnehmen? Die können wir doch für Hackstücke verarbeiten, verkaufen. So. Dann, dann mal auf, meine Herren. Marmor fördern. Die Stadt ist unübertroffen. Ja, toll. Ach so, jetzt müssen wir noch... Ach ja. Jetzt müssen wir noch Marmor. Gut, das dürfte jetzt nicht so die Herausforderung eigentlich werden. Ich weiß, dass ich gerade übertreibe, aber ich will sicher gehen, dass wir das ruckzuck schaffen. Mit dem hier so viel Marmor so schnell wie möglich fördern. Und weil wir Arbeitsplätze brauchen, abreißen. Gut, er wird sich jetzt ein bisschen wundern, wenn er zurückkommt, wo das schicke Viert hingekommen ist. So. Das brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht. Das kann auch weg. Die Stadt ist unübertroffen. Die Stadt gleicht Ajax, überragt alle anderen um einen guten Kopf. Das freut mich, dass euch das gefällt hier. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, dass wir... Wobei das ist ein bisschen viel. Den nehmen wir nochmal weg. Kann man irgendwas Schönes hinmachen. Blumengarde. Ach, guck mal, jetzt haben wir ein Gelehrtendenkmal bekommen. Das könnte jetzt ein Problem werden, weil jetzt die ganze überschüssige Wolle da wahrscheinlich reingekippt wird, aber ist das Vergeude? Ach guck mal, da kommen sie schon. Das müsste jetzt eigentlich das relativ zügig funktionieren. Gut, fairer wäre es natürlich gewesen, statt das Viertel hier jetzt noch weiter zu pushen, das Viertel jetzt endlich auf die nächste Stufe zu bringen. Machen wir auch.
Ja. Bergpelion liebt mich. Ja, es ist ja auch völlig normal, ja. Schön, jetzt knallt das ran voll mit Marmor, damit man ein bisschen Geld verdiene. Da haben wir für den nächsten Akt schon mal wieder finanzielle bisschen Polster. Hin und zurück, hin und zurück. Ich fühle mich langsam wie Sisyphus. Was glauben Sie, wer ich bin? Odysseus? Heureka. Ich habe die... Was glauben Sie, wer ich bin? Odysseus? Wie lange soll ich denn noch reisen, bis ich ans Ziel komme? Und wo ist Kalypso? Ja, Junge, dafür kann ich nichts, dass du kein Kalypso hast. Gar keine Skulpturen herstellen, oder? Nö. Ah ja, da kommen die neuen Einwanderer. Hin und zurück, hin und zurück. Ich fühle mich langsam wie Sisyphus. Hin und zurück, hin und zurück. Ich fühle mich langsam wie Sisyphus. Aber an ihren Brücken müsse die Krieche noch dringend arbeiten. Ich bin so nicht überzeugt von der Konstruktion. Ja. Wir haben alles erfüllt, was wir mussten bei die Spiele. Das muss man nicht übertreiben. So, mal ein bisschen Geschwindigkeit, Spieltempo. So, das müssen wir aber eigentlich schon in diesem Jahr geschafft haben, theoretisch. Bei 48? Weiß ich nicht. Naja, es ist noch eine Monatzeit. Mal gucken. So, warum wird das jetzt schneller? Heureka! Ich habe die beste Stadt mit dem fähigsten Herrscher gefunden. Kommt, Leute, macht hinne. Die Schlange ist fort, die Sorgen bleiben. Ares hat die Schlange geliebt und ist nicht begeistert, dass sie den Tod der Schlange veranlasst haben. Athene, Göttin der Krieger, des Handwerks und der Weisheit, ist gekommen, um einige Zähne der Schlange zu sammeln und einem wunderbaren Zweck zuzuführen. Vielleicht kann sie verraten, wie Ares Gunst zu erlangen ist. Ach, so ist das mit der Zahnfee entstanden, das Märchen. Also hier die Sage. Der alte Ares und sein Spielzeug hier. So, auf jeden Fall haben wir es geschafft. Prächtig, wunderbar. Ich bin begeistert. Aber wir gucken uns an, wie es weitergeht. Oder kann ich direkt speichern? Nee, kann ich nicht. Okay. Die weise Göttin Athene hat folgenden Rat. Ares wird über den Verlust dieser Schlange wütend sein.
Er hat diese Schwäche für Schlangen. Ob mit einem Kopf, mit zwei Köpfen oder kopflos, das tut nichts zur Sache. Er liebt sie alle. Und es gefiel ihm, wie die Sonne auf all diesen Köpfen funkelte. Aber wissen Sie, was Ares fast so sehr liebt wie Schlangen? Große Heiligtümer, die nur für ihn erbaut wurden. In den verschlungenen Räumen des Heiligtums führt er gern sein Hinterhaltstraining durch, wie er sich ausdrückt. Aber für die meisten sieht es aus, als würde er Verstecken spielen. Wenn Sie Ares ein Heiligtum bauen, wird der Gott begeistert sein über den neuen Ort, die Kunst des Krieges zu üben und die Schlange vergessen. Er wird sogar einige Zähne der getöteten Schlange nehmen, sie in die Erde säen und grimmige und starke Soldaten namens Spartaner züchten. Diese Soldaten werden ihnen gehorchen und bei der Verteidigung Thebens helfen. Folge meinem Rat, sterbliches Wesen, und viel Glück. Ja, hört sich gut an. Das werden wir dann auch tun. Toll, haben wir direkt auch das geschafft. Gut, prächtig, wir sehen uns hier wieder. Ja, da bauen wir ein Ares-Heiligtum. Das ist wohl... Ach, guck mal, jetzt haben wir gehobene Wohnungen zu bauen. Ja, das macht nichts. Genug Geld dürfen wir haben. Militärwerkstätten, jetzt können wir Armee ausheben. Ja, hallo erstmal. Gut, also wie gesagt, das gucken wir uns nächstes Mal an. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschüss.